jetzt haben wir die Kühe auf die Weide getrieben. Wir machen zurzeit Ganztagesweide, dürfen morgens, also nachts und tagsüber sind sie auf der Weide, können sie ihr Gras selber holen. Und zum Melken kommen sie halt in den Stall. Sozusagen mein Morgenspaziergang mit der Kühe. Gut, das ist jetzt hier unser Rimmlingstal, so heißt unser Hof, der Rimmlingshof. Und das ist hier eine Streuobstwiese. Unsere Hauptrasse ist die Rasse Fleckvieh. Das ist eine Zweinutzungsrasse, wird gezüchtet auf eine vernünftige Milchleistung und eine gute Fleischleistung. Die Milch geht an die Dorfkäserei Geifertshofen. Und die Kühe, insbesondere die Altkühe, die verkaufen wir dann als Biokühe an die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall. Wir sind Biobetrieb, genau. Im Moment haben wir beide Verbände, Bioland und Demeter-Betrieb. Ich bin Nils von Kubach. Wir sind Familie Kubach und wir sind auf dem Rimmlingshof. Das ist meine Schwester Noemi, mein Vater Rainer, mein Onkel Uli, mein Opa Walter, Schwester Nurei, Oma Imgard, Praktikantin Olivia und mein Onkel Mikey. Wir arbeiten. Ich tue manchmal melken, dann mit dem Bulldog fahren und Kühe treiben und ich mache auch was mit Tieren, also Kälber drängen und so. Ich will den Hof übernehmen und weiterführen und aufbauen werden, ja. Also ich bin oft melken morgens und abends und halt, wenn mich jemand braucht, dann Bulldog fahren, so beim Heumachen und so, gerade Schwaden, Kreiseln, sowas. Wird auf jeden Fall gern hier weitermachen, ja. Also am Wochenende helfe ich melken oder Kühe treiben. Und wenn wir Heu machen, fahre ich mit Papa Ladewagen oder ich kreise. Ich selber war im Studium mal auf einer Fortbildung zur Bauernhofpädagogik für Jugendarbeit gemacht, von dem war weiter irgendwie offen. Der Gemeinderat hat sich dann entschieden, das mit dem Naturkindergarten auf dem Bauernhof zu starten. Und mittlerweile ist ein echtes Prädikat. Also ein Rimmling, der weiß, der ist wetterfest, der kennt sich in der Natur aus, der hat kaum Angst vor einem großen oder einem kleinen Tier. Und lernt so ganz viele Sachen, die einfach auf dem Bauernhof dazugehören. Wir tun Kälbchen, die füttern, Stroh rein, tun den Wallerwagen, und mit der Schubkarre. Manchmal wehtun. Die Rimmlinge denken ein Stück weit, das ist denen ihr Bauernhof. Und wenn es da was zu machen gibt, dann nehmen die das ernst, weil die denken, die Arbeit, die bleibt sonst liegen. Also ich denke so wie heute, wenn sie ein bisschen helfen hier beim Heu machen, das ist so ein bisschen selbstwirksam. Das ist was, ich denke immer, so was Sinnvolles tun halt im Alltag. Wir haben eine Heuallee und da ist ein Kran drin. Und schon ganz viel Heu. Also wir machen kein hundertprozentiges Bodenheu, also das Heu auf dem Feld trocken, sondern der Rest wird in dieser Halle getrocknet, in so einer Box. Wenn man draußen alles trocknen würde, wären jetzt die kleinen Blätter hier dann schon abgefallen. Vom Klee zum Beispiel oder auch die Blüten. Und die Stängel, die trocknen wir dann, oder die Blätter, wird dann der Rest in der Heuhalle getrocknet und dadurch ist das Heu qualitativ hochwertiger. Eine Idee war ja auch, dass wir so einen guten Milchpreis kriegen. Geifertshofen ist einer der höchsten in Baden-Württemberg. Eher zu sagen, nicht mehr Kühe zu halten, sondern eher so Qualität zu erzeugen. Mit der Dorfkäserei Geifertshofen ist eigentlich eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Bauern. Das sind ja 13 Milchbauern. Und wir sitzen auch, Vertreter der Bauern sitzen auch im Aufsichtsrat. Die sagen, gefühlt ist es unsere Käserei, ist es nicht die Molkerei und wir, so wo man gegenseitig verhandeln muss über Milchpreise, sondern eigentlich versucht, dass die Käserei insgesamt gut läuft. Ja, das ist eigentlich was Besonderes. Es ist eigentlich schon fast eine Bauernmolkerei. Besonderes ist natürlich Weidemilch. Die Kühe auf der Weide sind im Sommer das ganze Jahr. Mhm. Und Heumilch dazu, dass man halt im Winter keine Silage füttert, sondern halt jeden Tag Heu. Gut, was nachgewiesen ist, dass auf jeden Fall mehr Omega-3-Fettsäuren drin sind. Und die Milchkunden, oder wenn man Blindverkostung macht, hatte ich schon nochmal einen anderen Geschmack. Also meine Milchkunden sagen immer, die schmeckt einfach gut, deswegen kommen sie. Finde ich es auch immer wieder faszinierend, was diese Kühe aus diesem Gras hier, jetzt kauen sie gerade schön wieder, uns liefern, hochwertige Milch. Fleisch und, wenn man will, auch Leder, also Kleidung. Und ja, von mir überzeugt, wenn man die Welt ernähren wollen, sinnvoll. Aber insbesondere im Ökolandbau braucht man eigentlich die Kuh oder die Wiederkäuer. Weil die eben aus Gras, das wir nicht nutzen können, hochwertige Nahrungsmittel zur Verfügung stellt.
Die Bescher, die Bauer, die Erzeugergemeinschaft ist sehr ähnlich, ist auch von Bauern getragene Erzeugergemeinschaft, das ist auch wirklich in Bauernhand, das ist natürlich, sind natürlich viel mehr Bauern dabei. Was mich selber immer ein bisschen so beeindruckt hat, ist auch nicht nur diese regionale Vermarktung hier, sondern auch so ein bisschen den Weitblick halt, das Engagement von Rudolf Bühler und Ecoland, Herbs and Spices in Indien, aber so eine, vielleicht eine Gerechtigkeit in dieser Welt oder einen Teil hier beizutragen, dass woanders eben auch Menschen leben können, indem wir hier Ressourcen sparen, wirtschaften, um Ressourcen für andere zur Verfügung zu stellen. Wir sind die Kinder.